So einen könnten sie brauchen, die Cottbusser. Einen wie Horst Rubesch, damals. Fast jeder Versuch war ein Treffer. Kaum ein Titel, den er nicht gewann. Mit seinen Junioren wurde er als Trainer in diesem Sommer sogar Europameister. Wir haben ihn besucht. Auf seinem Bauernhof. Im Partykeller. Ich habe der Fußball auf der einen Seite viel zu verdanken. Und ich lebe diese Geschichte auch, muss ich dazu sagen. Ich lebe auf der anderen Seite aber auch und das ist das, ich brauche diesen Wechsel. Das ist einmal mein Privatleben und einmal diese Geschichte Fußball. Und wenn ich Fußball mache, dann mache ich sie 100%. Und wenn ich mein Privatleben anschließe, mache ich es auch 100%. Die Zeit brauche ich einfach, die brauche ich auch dann für mich, um halt wieder mal klarzukommen. Sie haben einmal gesagt, die Tiere draußen, das ist mit den Pferden. Ich reite dieses Pferd nicht nur. Ich gehe auch mit dem 2 Stunden spazieren, da habe ich auch kein Problem mit. Das heißt, wir reiten hier weg und dann hinten kommen wir auf die Idee, dann steige ich ab und dann gehen wir nebeneinander her, dann kann ich dem alles erzählen, was nicht funktioniert. Der guckt, der schnauft dann, der ist zufrieden und dann irgendwann nickt er vielleicht mal, ne, obwohl er nichts verstanden hat. Aber ich hab alles für mich dann wieder so ein bisschen aufgearbeitet letztendlich. Also ist das für mich eine absolut top Angelegenheit. A, einmal mit den Pferden, andersrum vielleicht auch, wenn ich mal zum Angeln gehe, wo ich dann total abspannen kann in dieser Form. Jawohl. Zander. Das ist kein Zander. Zander. Halt fest. Ja. Nicht mehr drehen. Ein Zander. Nicht mehr drehen. Nicht drehen, Alter. Nur festhalten. Super Fisch, Alter. Ich habe Glück gehabt. Zum anderen bin ich gesund und munter. Bin glücklich verheiratet seit weit über 30 Jahren. Habe 2 gesunde Kinder. Ne? Also, was will ich mehr? Ich kann dem lieben Gott nur dankbar sein und dazu noch Fußball spielen. Und vor allem Tore schießen. Viele Tore. Über 200 waren es in seiner gesamten Karriere. Rubesch hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Mit 2 Toren im Finale schießt er Deutschland 1980 zum EM-Titel. 83 als Kapitän, der Europapokal mit Hamburg. Dazu 3-mal Meister. Es ist die erfolgreichste Zeit des großen HSV. Könnt ihr euch noch das Lied erinnern? Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Horst Rubesch, Sie haben viele prominente Mitspieler gehabt im Laufe Ihrer Karriere, sowohl bei Rot-Weiß Essen als auch beim Hamburger SV. Können Sie sagen, von wem Sie am meisten gelernt haben? Für mich waren die entscheidenden Leute waren immer die Trainer. Der Ideale für mich war am Anfang Ivica Horvat, der also wirklich penibel, aber eben halt wie eine Vaterfigur war. Bei Branko war es so, Branko war ein Diktator. Branko hat gesagt, das ist schwarz oder das ist weiß, dann war das halt einfach so. Da ist der Branko doch wieder. Und das ist für Branko Cevic. Und da kommt er wieder, der ist mit nichts zufrieden. Der ist so ein Stück zu weit und dies. Und aber Lieblingstrainer war schon Ernst Happel, oder? Ja, aber gut, bei Ernst habe ich ja gesagt, Ernst und ich war Vater-Sohn-Verhältnis, muss man halt einfach wissen. Und das hat auch von Anfang an gepasst. Ich habe gesagt, das war so der Fußball, so wie ich ihn ja auch, wie ich es gerne wollte, für einen Stürmer ideal, vorwärts, offensiv, mit diesem Vorschicking, mit diesem Pressing, was wir teilweise in des Gegners Hälfte gespielt haben. Du bist früh wieder ins Spiel gekommen, früh in die Bälle gekommen, du hast dann Torchancen gekriegt. Aber wir haben in diesen 2 Jahren, wo ich da gewesen bin mit ihm, wir haben alles gewonnen. Wir haben 2-mal deutscher Meister geworden, wir haben den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Also ist alles durchgelaufen. Als Stürmer braucht man ja Vorlagen. Wie viel Anteil haben die Mitspieler an den vielen Toren, die sie gemacht haben? Ohne die machst du keine Tore. Ich habe immer gesagt, im Schnitt, boah, ich habe Krampf im Fuß. Moment mal. Im Schnitt habe ich immer gesagt, du musst 15 Tore machen als guter Mittelstürmer. Klar haben sie alle Anteile dran. Aber das ist ja nicht nur Karls. Dieser Pass zum Karls muss ja auch erstmal kommen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber das Entscheidende ist halt die Mannschaft, ja. Karls und ich, das sind diese zusätzlichen Dinge. Wir haben es nie trainiert. Aber, und das muss man halt auch dazu sagen, in München zum Beispiel, dieses Kopfballtor, das haben wir von der linken Seite mit Felix gemacht zum 4-3. Das sind halt dieser Freistoß. Das ist von der anderen Seite genauso gegangen. Mit Memmering habe ich auch viel Tore gemacht. Real Madrid zum Beispiel, wo Memmering links flankt, das 4-1 vor der Halbzeit. Das ist nochmal, es wird immer dieses Kals. Das kommt natürlich sicherlich auch deswegen zustande, weil wir zusammen Nationalmannschaft gespielt haben auf der einen Seite, weil wir einige Tore gemacht haben, die entscheidend waren, was die Kopfballtore angeht. Weil ich habe nämlich so viele Kopfballtore gar nicht gemacht. Ich hab 139 Tore gemacht, davon sind 38 Kopfballtore. Was wissen Sie so genau? Ja.
Sie sind aber keiner, der zu Hause Buch geführt hat. Nein. Ich habe mich mal irgendwann, habe ich mal gesagt, ihr müsst das mal nachhalten, müsst mal nachzählen. Und dann gibt es einen. Die Quote ist aber auch sensationell. Das sind 224 Ligaspiele ungefähr. Ja, also. Und 139 Tore, also etwas über 50%. Schon sehr das gut. Die ist gut. Es gibt nur, glaube ich, ein, zwei oder drei, die besser sind wie Gerd Müller. Ja. Aber gut, viele haben mich immer gefragt, was ist das schönste Tor gewesen? Ich sage, ich weiß es nicht, es sind so viele. Ich habe mal mit einem Freundschaftsspiel ein Badeau eingemacht von 35 Meter. Da haut er oben ins Kreuzeck, Latte, Pfosten, unten Pfosten, wieder hoch, wieder an die Latte und anschließend war er oben im Netz. So. Das sieht gut aus. Ja, wenn du dann siehst, dass er, wenn er oben auftickt und oben im Netz guckt der Ball drüber und der Torwart fängt dann erst an zu fliegen. Ja? Horst Rubesch macht keine halben Sachen. Mit der U19-Nationalmannschaft wurde er in diesem Sommer Europameister. Der erste Titel für den DFB-Nachwuchs seit 16 Jahren. Während im Seniorenbereich die großen Erfolge als Trainer ausblieben, hat er in der Jugendarbeit seine Aufgabe gefunden. Ich habe sicherlich den Job jetzt im Moment, wo ich einfach sage, der passt zu mir, das passt mir auch. Und es gefällt mir einfach, ich bin da rundum mit zufrieden. Nicht, weil wir jetzt gerade den Titel gewonnen haben, sondern auch aufgrund der Tatsache her, weil du siehst, wie sich was entwickelt. Du kannst kontinuierlich arbeiten, du kannst gezielt arbeiten. Es sind klare Vorstellungen, was wir wollen, wo wir hinwollen. Das ist halt, auch wenn es weit gegriffen ist, Weltspitze letztendlich. Aber das muss auch das Ziel sein. Welcher Verein müsste denn kommen, um Ihnen wieder einen Wechsel schmackhaft zu machen, von der Verbandstrainerebene wieder zur Vereinstrainerebene? Von der Bundestrainerebene. Nein. Im Moment, ich habe mir da überhaupt noch gar keine Gedanken drüber gemacht in dieser Form. Wenn überhaupt, dann könnte es nur noch ein Verein sein, sag ich mal, der kontinuierlich aufbauen will mit jungen Spielern, wo du eben eine Basis hast. Aber das findet ja nicht statt. Es geht ja nicht nur rein um den Sportlichen, sondern es geht ja um das Menschliche, das Zwischenmenschliche. Du baust ja auch eine Beziehung auf zu diesen Spielern. Ich glaube, da ist kein Spieler dabei in den Jahren, den ich gehabt habe, der nicht weiß genau, wenn er irgendwo mit dem Auto, wenn es nicht gerade 800 Kilometer entfernt ist, sage ich jetzt mal, oder 400 Kilometer entfernt ist, wenn das hier in der Nähe ist und ich könnte ihm helfen, würde ich da auch nachts hinfahren. Das wäre also nicht das Problem. Also wenn Horst Rubesch jetzt eine Ansprache halten müsste vor versammelten Talenten? Ich denke, meine wissen das. Weil das Einzige, was ich von ihnen verlange, ist Ehrlichkeit. Mehr will ich ja nicht. Ich will, wenn sie kommen, dass sie ehrlich ihre Arbeit machen, ehrlich spielen und wenn sie irgendwas haben, klar und deutlich mit mir reden. Mehr will ich überhaupt nicht. Und das ist der Spruch zu clevern. Nein, das ist eine ganz einfache Geschichte. Das Fußball ist ehrlich, weil Fußball normal absolut eine ehrliche Geschichte ist.